Die Ausgangslage vor dem sechsten Playoff-Finale ist klar. Pustertal muss nach der Auswärtsniederlage am Dienstag in Klobenstein heute vor heimischem Publikum unbedingt gewinnen, um noch weiter vom Erstitalien-Meistertitel träumen zu können. Ritten kann hingegen mit einem Sieg hier im Brunecker-Rienz-Stadion den Sack endgültig zumachen und sich zum zweiten Mal nach 2014 zum Italienmeister küren. Mit über 2000 Zuschauern ist die Heißhalle auch heute ausverkauft und die Fans sorgen erneut für Gänsehautstimmung. Die Wölfe starten gleich wie die Feuerwehr, wollen Ritten schon von Beginn an unter Druck setzen. Trevor Johnson zieht von der blauen Linie ab. Gar nicht ungefährlich dieser Schuss, der aber nicht das Tor von Andrew Engelage, sondern nur seine Trinkflasche trifft. Gleich darauf versucht es Armin Hofer in Alleingang, passt in die Mitte zu Max Oberauch. Die Scheibe kommt anschließend wieder zum Pusterer Verteidiger. Engelage passt aber auf und rettet gerade noch mit dem Fuß. In der dritten Minute legt Patrick Borner auf seinen Sturmkollegen Rizzo auf, aber wieder gewinnt der Rittner Schlussmann Engelage das Duell gegen den Pusterer Stürmer. Und er hat auch heute noch das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite. Lukas Dauber spielt Hofer an, der satte Schuss trifft aber nur das Kreuzeck. Ein unglaublicher Auftakt von den Wölfern, die wollen es heute wissen. Dieser Schuss noch einmal in der Wiederholung, der Puck bleibt zwischen Pfosten und Querlatte hängen. Dann die erste Strafe in diesem Match. Christian Wieland geht nicht gerade freundlich mit Simon Kostner um und muss 2 Minuten vom Eis. Ritten jetzt im Powerplay und da ist die Mannschaft von Rico Lechtonen immer besonders gefährlich. Alex Frey lenkt einen eher missglückten Schuss von Fabian Ebner ab. Der Puck zappelt im Netz, doch der Treffer zählt nicht, denn zuvor schon hatte Spinell den Pusserer Verteidiger Elis Gazis gefoult. Richtig die Entscheidung der Schiedsrichter Gamper und Gasol, die das Match souverän leiten. In der 11. Minute touchiert Justin Mayland Torhüter Engelage leicht, dann erhitzen sich die Gemüter und es kommt zu einer kleinen Rangelei. Natürlich liegen bei beiden Mannschaften die Nerven blank. Zu viel steht heute hier auf dem Spiel. Dann verliert Christian Willeit den Puck an Markus Spinell. Blitzschnell schaltet Ritten um. Julian Kostner passt zu Alex Frey. Der kann aber diese Riesenchance zur Führung nicht verwerten. Er hat aber auch Pech, wie die Wiederholung zeigt. Der Schuss des Kalterer Spielers trifft genau den Pfosten. Weimann wäre hier geschlagen gewesen. 5 Minuten vor dem ersten Seitenwechsel muss Kevin De Virgilio auf die Strafbank. Die Rittner wieder im Powerplay. Kapitän Christian Bogatello verliert den Puck an Patrick Bonner. Der startet zum Gegenstoß und präsentiert sich ganz frei vor Andrew Engelage. Aber dieser Teufelskerl macht auch diese Chance zunichte. Und so bleibt es beim torlosen Unentschieden. Pustertal im Startdrittel mit wesentlich mehr Spielanteilen und auch den größeren Chancen. Ritten kann sich bei seinen Torhütern bedanken, dass es noch 0:0 steht. In der Pause dann die Hiobsbotschaft für Kim Collins. Patrick Borner kann nicht mehr weiterspielen, bleibt mit Verdacht auf einen Rippenbruch in der Kabine. Wir springen ins Mitteldrittel. Pustertal weiter im Vorwärtsdrang. Die Ritterpurm lauern aber auf ihre Möglichkeiten und nützen sie eiskalt aus. 23 Minuten sind gespielt. Alex Frey schickt Markus Spinell. Der schaut auf, sieht in der Mitte Julian Kostner. Das 1:0 für die Gäste. Für den 22-jährigen Rittner ist es das dritte Playoff-Tor gegen die Pusterer. Ein ganz, ganz wichtiges. Pustertal steckt aber nicht auf, versucht gleich zu reagieren und hat in Überzahl auch gleich einige gute Chancen zum Ausgleich. Frey sitzt in der Kühlbox, der Puck kommt zu Max Oberauch, der dreht sich um, zieht ab, beißt sich aber an Engelage die Zähne aus. Dann muss auch Fabian Ebner auf die Strafbank, Scandella spielt zu Oberauch. Aber der überragende Torhüter der Rittner scheint heute nicht zu bezwingen zu sein. Der Schuss des Stürmers zwar platziert, Engelage wehrt ihn sicher ab. Nur Sekunden später versucht es Trevor Johnson mit einem seiner gefürchteten Distanzschüsse. Super gemacht, aber auch er hat wie zuvor schon Hofer. Pech trifft nur das Kreuzeck. In der Wiederholung schön zu erkennen, der satte Schuss von Johnson. Die Torumrandung rettet schon zum zweiten Mal Engelage. Pustertal bleibt am Drücker. Justin Mailand hinter dem Tor zu Giulio Scandella. Und auch hier fällt wirklich nicht viel. Die Wölfe bombardieren in dieser Phase förmlich das Tor der Rittner, liegen aber immer noch mit 0:1 hinten. Bis zur 36. Minute. Oberauch schlänzt den Puck nach vorne. Dann der erste Fehler von Engelage im Kasten der Gäste. Ryan Kavanagh nimmt diese Einladung natürlich an und verwandelt zum 1:1. Ein verdienter Ausgleich. Pustertal wird endlich für seinen Sturmlauf belohnt. Für Kavanagh, der heute wieder im Sturm eingesetzt wird, ist es das dritte Match in Folge, das er trifft. Engelage lässt den Puck nach vorne abprallen, versucht ihn noch mit dem Stock wegzuschlagen. Das misslingt. Die Rittner Abwehr schaut zu, wie Kavanagh zum Ausgleich einnetzt.
Schalke bleibt vom Ausgleich unbeeindruckt, reagiert auch gleich mit Brendan Cook, den Schuss des Serie A Topscorers, lenkt Weimann ab, dann probiert es Christian Bogatello, trifft aber nur das Außennetz. Nach 14 Minuten bleibt es spannend, Pustertalo Dritten gehen mit dem 1:1 in die Kabine. Das Schlussdrittel beginnt mit einer weiteren guten Chance für die Hausherren. Helfer spielt zu Scandella. Engelic kommt diesmal nicht richtig ran. Der Abstauber des Italo-Kanadiers geht aber ganz knapp ins Aus. Wie wenig gefehlt hat, sieht man in der Wiederholung. Dann die 46. Spielminute. Bogatello befreit in der eigenen Abwehr. Und was machen da Helfer und Dennis Gassis? Der überragende Marc van Gilder bedankt sich, spielt mit viel Übersicht Brendan Cook an. Und Dritten geht jetzt zum ersten Mal in Führung. Das 2:1 für die Gäste. Der 23. Scorerpunkt für van Gilder im Playoff. Damit führt er diese Wertung an. Und das 43. Saisontor für Cook. Niemand hat heuer in der Serie A so oft getroffen wie er. Cook jubelt. Kaum zu trösten ist hingegen der Pusterer Pressesprecher Patrick Kirchler. Seine Mannschaft setzt nun alles auf eine Karte, greift vehement an, Ritzer zu Willeit, da fehlen nur Zentimeter. In der Wiederholung klar zu erkennen, wie knapp der Puck am Tor von Engelic vorbeifliegt. 5 Minuten vor Spielende befreit van Gildern in seiner Abwehr mit einem Heber. Johnson verrechnet sich, Thomas Spinell kann alles klar machen, doch Tyler Weimann hält die Pusterer noch im Match. Den muss Spinell natürlich verwerten, gut reagiert aber von Weimann. Noch 3 Minuten sind zu spielen. Mailand Pass in die Mitte zu Trevor Johnson. Der ist plötzlich ganz frei, aber wieder rettet Andrew Engelic. Collins nimmt sich eine Auszeit, schickt für Weimann einen 6. Feldspieler aufs Eis. Es nützt aber nichts, im Gegenteil. Ritten erzielt mit Brendan Cook den 3:1 Endstand ins leere Tor der Wölfe. Nach 2014 gewinnen die Buben ihren 2. Meistertitel. Riesenjubel natürlich auf dem Eis und auf der Tribüne. Komplimente aber auch am Pustertal, das auch im 4. Finale in der Vereinsgeschichte gescheitert ist und weiter vom Scudetto träumen muss. Der Verantwortliche im Eissportverband Tommaso Teofoli überreicht dann den Meisterpokal Kapitän Christian Bogatello. Für ihn ist es bereits der 6. Zuvor hat er schon mit Meran, Meilert und Bozen gewonnen. Und dann wurde natürlich nur mehr gefeiert.